In diesem Video schauen wir uns an, wie wir bei Linux Mint den Dark Mode aktivieren können. Es sieht zwar hier schon so aus, als wäre der Dark Mode aktiviert, in Wirklichkeit sind die Fenster aber noch hell und weiß. Können wir gleich mal probieren. Ich öffne mal den persönlichen Ordner und man sieht, die Fenster sind im Vergleich zum Desktop in einem hellen Theme gehalten. Wie wir das ändern können, zeige ich nach dem Intro. Diese Änderung lässt sich ganz einfach einstellen. Ich gehe hier unten aufs Startmenü und suche nach Themes oder Themen. Ist ja hier die deutsche Übersetzung, also einfach nach Themen suchen. Einmal anklicken und jetzt kann ich hier für Fensterrahmen, Symbole, Steuerung, Mauszeiger, Schreibtisch und so weiter einen Skin oder ein Theme einstellen. Ich fange mal beim Fensterrahmen an und wähle hier Mint White Dark aus. Bei den Symbolen gibt es das gar nicht so richtig in Dark. Da muss man sich halt eine schöne Farbe raussuchen, die halt ein bisschen dunkler ist. Kann man übrigens hier unten direkt sehen, die Änderung. Das ist natürlich dir überlassen, wie du das einstellen möchtest. Ja, man kann ja hier so ein bisschen gedecktere Farben nehmen. Dann passt sich das ganz gut, finde ich, in den Dark Mode ein. High Contrast wäre halt wirklich so ein ganz dunkles Ding. Aber es sieht jetzt auch nicht besonders ansprechend aus. Ich nehme mal Cray, dann wird es ansprechend aussehen und würde der auch zum Dark Mode passen. Bei der Steuerung machen wir das gleiche, da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit Mint White Dark auszuwählen. Ich wähle jetzt einfach mal das hier aus. Den Mauszeiger würde ich tatsächlich weiß lassen, dann setzt er sich einfach vom Hintergrund ein bisschen ab. Und Schreibtisch ist schon im Standardmodus auf Mint White Dark ausgewählt, da gibt es aber auch nochmal so ein paar Spielarten, sieht man dann hier unten die Änderung. Ja, ich nehme mal Blue, sieht auch interessant aus. Und so habe ich jetzt den Dark Mode eingeschaltet. Damit wir jetzt nochmal sehen, wie der in echt oder im, ja, in Benutzung aussieht, habe ich hier nochmal meinen Ordner offen. Ich öffne auch mal Firefox und dann sind halt nur noch die Webseiten nicht so richtig im Dark Mode. Aber gut, da kann jetzt das Betriebssystem natürlich wenig machen. Dann bleibt mir jetzt nur noch viel Spaß mit dem Dark Mode zu wünschen und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo.